oder sind gerade dabei zu bauen, sind vielleicht schon verheiratet, haben vielleicht schon Kinder und man selber fühlt sich wie so... Warum man im Jurastudium nicht nur gefühlt ziemlich alt wird, darum geht's jetzt. Ich will heute mal über ein Thema sprechen, was ich vermute doch stark, die schon mitten im Jurastudium stecken, das euch bekannt vorkommen dürfte und ansonsten die es vielleicht vorhaben zu studieren, dass ihr einfach noch besser wisst, was auf euch zukommt. Ich war damals in der Schule bei so einer Infoveranstaltung, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen, Berufen als Dozenten da waren und so ein bisschen erzählt haben aus ihrem Leben. Natürlich war ich da auch bei den Anwälten. Und die haben dann eben viel über das Jurastudium erzählt und zwar nichts Gutes, gar nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes. Jeder hat mir abgeraten von diesem Studium. Jeder. Davon abgesehen. Was die auf jeden Fall meinten ist, was man als unbedingte Voraussetzung mitbringen muss, wenn man Jura studieren will, ist Sitzfleisch. Und ich habe das damals nicht so richtig greifen können. Was soll das bedeuten? Dass man imstande ist, lang zu lernen? Oder was soll das heißen? So, spätestens im 9. Semester habe ich begriffen, was es bedeutet, Sitzfleisch zu haben. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, das Jurastudium ist ein Marathon und es ist tatsächlich so, dass man da seine Kräfte einteilen muss. Es ist schon kräftezehrend und es dauert vor allem lang. Liegt natürlich zum einen an dem Aufbau, also in der Regel ist man ja, wenn man den Freistoß machen will und gut besteht, nach 8 Semestern, also nach 4 Jahren fertig mit dem ersten Staatsexamen, dann seid ihr ja noch keine Volljuristen, ja, es kommt ja noch das Referendariat. Regelstudienzeit sind eher so 10 Semester, also 5 Jahre, manche brauchen auch ein bisschen länger. Dann braucht ihr noch 2 Jahre, bis ihr dann wirklich euer zweites Staatsexamen in der Tasche habt. Das heißt, im Schnitt sind es ungefähr 7 Jahre, bis ihr dann mal wirklich ins Berufsleben startet. Es gibt so 2 Punkte, wie ich finde, warum das Jurastudium sich manchmal anfühlt, als wäre es ein viel zu lang gezogener Kaugummi. Das ist zum einen eben der Aufbau, dass man... Grundsätzlich dauert es insgesamt lange, habe ich ja schon gesagt, aber... Das dicke Ende kommt zum Schluss, man hat nicht so Zwischenetappenerfolge. Also dieses bisschen Zwischenprüfung und die Hausarbeiten und diese Scheinklausuren, die man da macht, das ist ja alles so Vorgeplänkel. Das richtige Jura fängt erst in der Examensvorbereitung an, in meinen Augen. Ich habe da erst so richtig verstanden, was man da eigentlich tun soll. Wie die Zusammenhänge sind, dieses ganze Verständnis ist da erst bei mir so richtig, da hat es geklickt. Heißt nicht, dass die Noten da mega spitze geworden sind, aber ich habe zumindest mehr verstanden, was Jura bedeutet. Auf jeden Fall war es dann so, dass... Erst gegen Ende hin ist so wirklich diese große Aufgabe, dieses Mammutprojekt, Staatsexamen und das ist schon was, warum wir eben auch diesen Druck haben im Studium, dass diese Noten vorher gar nicht großartig zählen, sondern das Staatsexamen zählt am Schluss, diese Momentaufnahme am Schluss. Das heißt, es baut sich so auf und oben geht einem manchmal vielleicht auch ein bisschen die Puste aus und es zieht sich und jeder, der dieses Gefühl kennt, der macht jetzt vielleicht mal einen Schnecken-Emoji in die Kommentare, dann fühle ich mich nicht so allein. Das ist so der eine Punkt, einfach dieser Aufbau, dass es sich so lang gezogen fühlt. Und der andere Punkt ist, und jetzt bin ich gespannt, ob ihr so Erfahrungen gemacht habt, ich kenne das auf jeden Fall, hat mir nämlich neulich jemand geschrieben bei Instagram, wenn man dann so, sagen wir mal, Anfang 20 ist und man hat Freunde, die erstens entweder einen schnelleren Studiengang hatten oder vielleicht auch einfach eine Ausbildung gemacht haben und einfach schon lange im Berufsleben stehen, dann stehen die wo ganz anders, dann haben die schon ein bisschen Vermögen aufgebaut, dann haben die auch schon ein Auto. Ich muss gerade an den Ärzte-Song denken. Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Das heißt, manche eurer Freunde oder vielleicht auch viele haben dann schon ihr Auto und haben vielleicht schon ihr Häuschen gebaut oder sind gerade dabei zu bauen, sind vielleicht schon verheiratet, haben vielleicht schon Kinder und man selber fühlt sich wie so, ja, als wäre man irgendwie gefühlt so ein paar Jahre zurück. Obwohl man ja gleich alt ist. Und das fühlt sich nicht schön an. Das kenne ich, das ist so und ich kenne es, weil ich eben noch länger studiert habe als viele andere, dass da alle an einem gefühlt vorbeiziehen. Man selber bleibt halt immer noch so der kleine Student und ist irgendwie noch nichts und hat noch nichts und braucht auch noch eine ganze Weile, um das aufzuholen. Also alle, die schon mit 16 ins Berufsleben starten oder mit Anfang 20, die haben uns natürlich auch ganz schön was voraus. In der Zeit verdienen wir ja in der Regel nichts oder wenig oder halt gerade so, dass wir unser Studium finanzieren können. Das muss man vorher wissen und man muss auch damit umgehen können oder zumindest damit umgehen lernen. Dieses ich komme nicht voran, ich bin immer noch kleiner blöder Student und dieses Studium wird niemals enden, das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut. Aber wenn es euch ein bisschen tröstet, das ist tatsächlich so, dass ihr müsst euch mal vor Augen halten, wie lange wir insgesamt arbeiten in unserem Leben. Wer von uns wird nicht bis 60 arbeiten? Wer wird eher bis 70? Also ihr wisst schon, was ich meine. Also das sind noch einige Jahre vor uns.
die wir arbeiten werden, voraussichtlich. Wenn wir auch auf unsere Gesundheit achten, auch so ein Punkt. Ich glaube, dazu sollte ich auch mehr Videos machen und mich auch ein bisschen mehr in die eigene Nase fassen. Deswegen kann ich schon einerseits verstehen, dass man den Drang hat, man will schnellstmöglich fertig werden und ins Berufsleben sich stürzen, aber diese Studienjahre sind wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Ich habe das auch nicht so richtig geschätzt, als ich das noch hatte. Ist ja immer so ein Ding. Wenn man gerade dabei ist, nimmt man es nicht so richtig wahr oder schätzt es nicht so richtig. Im Nachhinein, wenn man alt und weise ist, so wie ich, dann kann man schlau daherreden und sagen, hätte ich es doch noch ein bisschen mehr genossen. Es soll ja keine Qual sein, die Studienzeit, sondern soll ja auch eine Zeit sein, in der ihr euch ein bisschen ausprobiert. Nicht nur in der Bib sitzen, sondern auch ein bisschen nach links und rechts schauen. Und ob man dann ein oder zwei Jahre länger braucht, ganz im Ernst, macht es den Bock fett. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass gerade die, die vielleicht schon sehr früh ins Arbeitsleben gestartet sind, die dann vielleicht ihr Häuschen schon haben, ihren Partner schon haben, dass die, ich will nicht sagen neidisch sind, so wie wir vielleicht neidisch sind, dass die schon so fest im Leben stehen, während wir irgendwie noch völlig im Werden sind. Aber das kann auch reizvoll sein, diese Vorstellung. So wie wir uns das vielleicht wünschen, okay, wir wollen jetzt eigentlich jetzt schon mal fest im Leben stehen und ein bisschen Kohle haben, so wünscht man sich vielleicht auf der anderen Seite, Mensch, vielleicht wäre es schön, wenn mein Leben noch nicht so auserzählt wäre, was es ja sicherlich auch nicht ist. Das ist ja auch alles eine Fehlvorstellung. Ist ja klar, natürlich kann jeder in jedem Zeitpunkt seines Lebens, bei jedem Abschnitt auch noch einen komplett anderen Weg einschlagen. Man meint es nur nicht. Ja, man denkt dann, okay, jetzt habe ich das gelernt, jetzt bin ich in diesem Job und die Firma ist gut und der Partner ist toll, den heirate ich jetzt und fertig und dann kriegen wir Kinder und dann ist das Leben wunderbar. Wenn man meint, man muss das so nach einem bestimmten Ablaufplan leben, fühlt man sich vielleicht schon so, als hätte man das schon erreicht und wo geht es jetzt noch hin? Während auf der anderen Seite sieht man vielleicht die Studenten, die halt quasi noch alle Möglichkeiten vor sich haben, noch gar nicht wissen, in welche Richtung und auch diese Vorstellung kann auch reizvoll sein. Also immer wenn ihr vielleicht verleitet seid, auf die andere Seite ein bisschen neidisch zu sein, kommt man auf die Idee, hier vielleicht ist es andersrum auch so und keins von beiden ist besser oder schlechter und eigentlich ist alles Blödsinn. Eigentlich ist alles Blödsinn. Sarah gibt Weisheiten von sich. Seid ihr schlauer. Zum Thema Kohle wollte ich noch sagen, natürlich ist es so, dass wir auch einen gewissen Verdienstausfall erstmal wieder reinwirtschaften müssen. Also diese Jahre, die wir studieren, die fehlen uns ja quasi, um erstens auch irgendwie dann entweder in die Rentenkasse oder in die Arbeitsversorgung oder was auch immer in irgendeine Art und Weise von Altersvorsorge einzuzahlen. Natürlich, um Vermögen aufzubauen. Die Jahre fehlen uns. Das stimmt schon und das kann auch ein bisschen frustrieren. Aber ihr müsst auch sehen, dass wenn ihr dann fertig seid, die Wahrscheinlichkeit, das ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr überdurchschnittlich viel verdient, ist ja schon gegeben. Also ist es auch durchaus erstrebenswert, jetzt diese Zeit noch ein bisschen, vielleicht kein Auto zu haben, in einer kleinen Studentenbude zu wohnen, habe ich auch lang gemacht, aber ich fand es auch gut und ich finde es auch im Nachhinein okay. Ja, das kommt dann alles später noch. Man darf nicht immer so, aber auch da muss ich mich an die eigene Nase packen, nicht immer so die Zeit vordrehen wollen und immer schon aufs nächste Ergebnis irgendwie da schon ankommen wollen, sondern man muss auch ein bisschen sich Zeit geben und idealerweise genießt man das auch ein bisschen. Tut mir den Gefallen, genießt das, bisschen zumindest. Wer sich angesprochen fühlt mit dem Thema, bitte ein Schnecken-Emoji in die Kommentare. Wem das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr einen Mehrwert davon habt, ihr wisst Bescheid. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.